du scheiß Knecht. Okay, wir machen mal weiter. Zum Edi Geller Cup, Freunde. Es ist angepeilt. Ich kann euch ein paar Hintergrundinformationen geben. Also, vor einem Monat wollte ich so ein Fußballturnier machen, wo nur Bundesligisten, wo nur... Hä? Was laber ich da, Digga? Vor einem Monat habe ich euch erzählt, ich möchte so ein Edi Geller Cup machen. Das ist ein Turnier für meine Abonnenten. Da mache ich nicht mit, da machen auch keine anderen YouTuber mit, sondern nur meine Abonnenten. Da muss ich mir noch ein Auswahlverfahren überlegen, ob das Mitglieder sind, ob das Subs sind, ob das Follows sind, muss ich noch gucken. 16 Teams, a 5 Leute oder so. Das Problem ist, wegen Corona wurde das ein bisschen eingestellt. Man muss voll auf 1000 Sachen achten. Aber wir haben jetzt eine Halle gefunden, die das mit mir machen möchten. In Zusammenarbeit mit Hertha. Hertha ist Sponsor, ich bin Sponsor. Das ganze Ding wird so 4000 Euro kosten. Oder 5. Also ist schon sehr teuer, Digga. Aber es geht auf meine Kappe halt. Ihr müsst noch gucken, ob ihr da was zahlen müsst zur Sicherheit. Weil stellt euch mal vor, ein Team meldet sich an und kommt dann einfach nicht. Und deswegen muss ich mir überlegen, wie ich das organisiere, dass das Team hundertprozentig kommt. Und wenn du dafür halt ein bisschen Geld, also wenn ihr dann 10er zahlt oder so und dann nicht hinkommst, dann bist du halt lost. Also ich muss noch gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall sind da 16 Teams. Ich muss mir noch überlegen, ab wann man mitmachen darf, wie viele. Es ist geplant 16 Teams, 4-5 Leute so. Und es soll richtig dicke Gewinne geben und ich will das richtig dick aufziehen. Daraus wird ein YouTube-Video gemacht, was auf meinen Kanal kommt. Daraus sollen, also ich möchte sowas öfter machen, so einmal in einem halben Jahr. Der Edi Geller Cup und der Titelverteidiger ist dann auch immer wieder dabei und so. Und es gibt einen fetten Pokal zu gewinnen und coole Sachen zu gewinnen. Jetzt nicht so einen Rucksack und so einen Schlüsselanhänger, wie bei diesen losten Sachen immer, was kein haben will. Ja, hier, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Kalender und einen Schlüsselanhänger und eine Taschenlampe gewonnen. Was soll ich mit der Scheiße? Gib mir irgendwas Cooles, Digga. Und weil ich daran denke, überlege ich so richtig dicke Preise zu machen. Sowas wie eine PS5. Sowas zum Beispiel. Problem an der Sache ist, ich kann nicht jeden eine PS5 kaufen. Sehe ich aus wie Bill Gates? Nein, sehe ich nicht. Mein Plan ist dann so richtig geile Sachen. Zum Beispiel sowas wie, da habe ich noch nicht überlegt, wie ihr gerade merkt, aber coole Preise. Richtig geile Preise. So Special Guest mäßig soll dann auch Jordan soll kommen. Ab und zu, so, ihr können mit mir reden, ich bin da, Sydney wird da sein, vielleicht ein paar Hertha-Profis werden da sein, daraus wird ganz dick Promo gemacht. Problem ist, es dürfen nicht so viele kommen wegen Corona und da gibt es ein paar Vorschriften, aber ich habe es alles durchbekommen, mit Hertha alles zusammen. Irgendwann werde ich euch noch auf dem Laufenden halten, wird es einen Tag geben, da werdet ihr euch anmelden können und dann wird halt geguckt, wen man nimmt und ich werde euch dann auch früh genug kontaktieren, dass das da alles safe ist. Das Berlin wird ein Turnier sein, also ihr müsstet nach Berlin kommen, aber keine Ahnung, das wird an einem Wochenende sein und ihr wisst es früh genug, ist nicht so, dass ich sage, übermorgen ist das Turnier, sondern ich weiß es dann schon 2-3 Wochen vorher, wer und wo und wie. Also ihr könntet das planen, mal für ein Wochenende nach Berlin kommen, Turnier hier spielen, ihr werdet daraus wird ein richtig geiles YouTube-Video gemacht, da werden Kamerateams sein, da wird Buffet sein, da wird ein DJ sein, also es wird wirklich richtig geil gemacht in so einer Soccerhalle. Ich habe die ganze Halle, werde ich mieten und ich denke, das ist cool, um euch mal ein bisschen was zurückzugeben. Ja, das kann ich den Chat nicht lesen. Das ist cool, denke ich mal, um euch so ein bisschen... Oh mein Gott, gegen Dortmund, ich habe X gedrückt. Die können nichts, Knechte. Jans Johannes hat mich angerufen. Die können gar nichts, Digga. Edi Geller und Richarlison. Warum wohne ich nicht in Deutschland? Ich schwöre, ich komme mit Rat zu dir. Ihr könnt auch aus Österreich kommen, Freunde. Mich juckt, also es kann jeder kommen. Das ist mir wirklich egal. Das Einzige, was mir so ein bisschen schwerfällt, ist, wie man mit... Also, dass jeder mitmachen darf bei dem Turnier, ist nicht so. Ich überlege, das nur mit Subs zu machen. Weil wir sind auf YouTube... Also, ich habe insgesamt 4000 Subs. YouTube und Insta... Ich hab ein bisschen mehr, Digga. Ich hab 4.500, ich hab 5.000 Subs, glaube ich. Und da 16 Teams. Und ich würde es so machen, dass, wenn einer von euch Sub ist, heißt es ja nicht, dass 4 Freunde von euch auch Sub sind. Wisst ihr, was ich meine? Dass ein Sub sein Team erstellen kann. Die Frage, was ich mir jetzt halt so stelle, ist, darüber können wir aber gleich zusammen im Chat drüber diskutieren, wie alt, ab wann darf man mitmachen? Weil wenn dann 11-Jähriger, 12-Jähriger, 13-Jähriger gegen einen 22-Jährigen spielt, ist unfair. Ab wann ist die Grenze, wo Alter nicht mehr so viel einen Unterschied macht? Ab 16. Und ich denke, ab dann ist es auch einfacher, so, weil wenn du mit also so unter 14 ist, glaube ich, sehr schlecht, wegen Zustimmung und sowas. Ich hatte sogar überlegt, ab 18 zu machen, wegen, dann sind sie alle erwachsen, Digga, dann wissen alle, was sie tun. Aber dann, es tut mir auch leid, weil ich weiß, dass ich sehr viele Jugendliche als Follower habe. Ich denke, da ist so 16, 15 ein gutes Alter. Und ich sage euch ehrlich, als 16-Jähriger, wenn du richtig gut bist, kannst du mit einem 22-Jährigen mithalten. Es darf dann, also das Alter wird, denke ich, sein zwischen 15 und 20.
20. So in dem Dreh. Zwischen 15 und 22. Irgendwie so. Vielleicht mache ich auch mal ein Junior-Turnier. Ich muss erstmal gucken, wie das bei euch ankommt. Kann ja sein, dass das niemanden interessiert und sagt, geh mir nicht auf den Sack. Stream einfach deine Streams, du scheiß Knechtgesicht. Kann ja auch sein. Aber ich denke, dass ihr das abreißen würdet, so ein Ding. Und ja, das sind so meine Ideen bis jetzt, die ich dazu habe. Ach so. Geplant ist übrigens auch schon Tag, der 24. Oktober. Der 24. Oktober ist so das Zieldatum. Kann aber sein, dass es eine Woche früher oder eine Woche später oder zwei Wochen später, weiß man noch nicht. Aber damit ihr mal so ein Datum gehört habt, 24. Oktober. Ihr könnt eure Freunde einladen. Es ist ein Fünfer-Team. Es ist mir scheißegal, ob ihr Bundesliga spielt, A-Jugend-Bundesliga oder, na, doch, es ist mir scheißegal, ob ihr A-Jugend-Bundesliga spielt oder A-Jugend-Kreisliga und 150 Kilo wiegt. Das ist mir relativ rille, Digga. Es wird völlig random sein, wer da mitmacht. Und das ist euer Ding. Ich bin da einfach nur komplett neutral. Natürlich werde ich ein bisschen drauf achten. Ihr müsst mir dann auch euren Perso und so schicken. Das ist aber wegen Corona. Das sind halt so eine Dinger. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ihr müsst es dann alles mit Hertha machen. Also Hertha kümmert sich um das ganze Ding. Es wird eine E-Mail-Adresse geben. Dann müsst ihr denen alles hinschicken. Euren Teamnamen, eure Team. Also es wird einen Teamkapitän geben. Da muss der Typ erstmal alles hinschicken von sich. Das hat aber wegen Corona zu tun. Und von seinen Teamnamen. Also das müssen dann auch genau diese Leute mitmachen. So eine Dinger halt, ne? Aber ich denke, es wird ganz cool. Also Chat. Eins in den Chat. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, nein, das ist keine gute Idee. Ich finde, das ist eine richtig geile Idee, weil sowas machen nicht so viele. Gibt natürlich ein paar YouTuber, die machen sowas für seine Community. Aber ich denke, ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben. Und ich glaube, für euch ist das cool, wenn ihr mal so in einem Video drin seid von mir. Und das ist ja ein richtig cooles Video. Wenn ihr jetzt denkt, Digga, ich schmeiß da einen scheiß Ball in die Mitte und sag, hier, jetzt spielt mal ihr Knechtgesichter, so wird es nicht ablaufen. Es wird so einen fetten Beamer. Ich habe so ein Konzept schon gesehen. Es wird Schiedsrichter geben, Freunde. Es wird einen fetten Beamer geben, wo die Ergebnisse von allen draufstehen. Ihr werdet einen Teamnamen haben. Ihr werdet mir ein Team-Logo senden müssen. Ach so. Da wird alles so an dem Bildschirm über gedingstert. Es soll sogar gestreamt werden auf einem Kanal, aber nicht auf meinem Kanal. Es soll vielleicht auf den Hertha-Kanal gestreamt werden. Da muss aber noch geguckt werden, wie das funktioniert. Es wird ein Video auf meinem Kanal gemacht. Digga, das Ding wird mehr Reichweite haben als ein paar Bundesligaspiele. Ich sage so, wie es ist. Ich schwöre sogar. Das wird mehr Reichweite als ein paar Bundesligaspiele haben. Das wird richtig geil. Ich habe da richtig geile Ideen. Und ich werde da nicht mitmachen. Ihr könnt mich da treffen. Ihr könnt Jordan treffen. Also wenn die gerade kommen, ich werde da sein, lolligerweise. Könnt ihr mit mir labern. Ach so. Alles super. Es dürfen nicht so viele Leute halt rein. Also Zuschauer und so gehen nicht. Aber es wird sehr laut sein, weil wenn da 16 Teams sind, ihr guckt ja zu. Und wenn das Halbfinale ist, guckt ihr ja zu. So am Ende wird es einen Gewinner geben. Ich mache vielleicht noch ein dickes Giveaway, Freunde. Irgendein Team lose ich nochmal spontan aus. Da bekommen alle nochmal eine 50er PSN für FIFA 21. Dann wird sie sich auch alle freuen. Dann wird mit allen nochmal ein Foto gemacht. Und dann können sie alle nochmal, weiß ich nicht, boah, das wollte ich gerade sagen, aber das wäre ganz schlimm gekommen. Aber ich finde, das ist richtig gut. Machen wir auch ein Junior-Turnier, bin 13, das ist mies. Ja, das ist das Problem, Freunde. So, die Jüngeren, das ist halt, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich muss da halt irgendeine Grenze ziehen, weil ich kann keinen 11-Jährigen gegen einen 20-Jährigen spielen lassen. Das ist unfair. Also, real talk, das ist einfach unfair und da geht es ja um dicke Preise. Ich brauche ein Alter, wo ich sage, okay, damit kann man es machen. Und ich bin der Meinung, mit 16 ist man in der B-Jugend. Ich schwöre, in der B-Jugend kannst du locker, wenn du gut bist, hältst du mit den Oberen mit. Wenn du halt ein gutes Team hast, so. Wisst ihr, was ich meine? Und da wird es ja random sein, wer mitmacht. Aber ich muss halt irgendwo, Freunde, eine Grenze haben. 16 und 18, ich muss gucken, Freunde. Ich muss gucken. Vielleicht mache ich 14 bis 18. Vielleicht mache ich 14 bis 20. Vielleicht mache ich 16 bis 22. Vielleicht mache ich 18 bis 25. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Vielleicht mache ich auch zwei Turniere. Es wird, ach ja, und es wird dann, wie gesagt, einen fetten Pokal geben. Und es soll so ein Wanderpokal sein. Das wird wirklich eine Serie. Ich habe vor, ihr merkt schon, Freunde, in meinen Augen bin ich nicht nur ein FIFA-YouTuber, FIFA-Content-Creator. Ich möchte für euch mehr sein. Ich bringe für euch jetzt eine Mode-Dings daraus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich krass modebewusst bin, so unbedingt, aber ich bin da schon ein bisschen drin in dem Game. Aber ich würde mich nicht vergleichen mit anderen, die schon richtig lange sind. Aber ich bin halt interessiert und ich möchte für euch so in verschiedene Sparten gehen. Mit Mode, mit Fitness, mit Real, ich habe kein, also Fitness, nehmt euch kein Beispiel an mir mit Fitness, weil ich auch mal so gesagt habe, aber einfach so ein paar, die mich mögen, die können mir ja auch einfach Fragen stellen zu Fitness. Ich kann euch meine Meinung sagen, aber ihr werdet bestimmt bessere Tipps irgendwo anders bekommen. Aber dass ihr einfach, dass ich so ein bisschen auf mehreren Zielgruppen stoßen kann. Für die, die sich für Mode interessieren, die für dich für Fitness interessieren, für FIFA. Digga, und ich möchte so viel machen einfach. Wenn du es
nur für Subs machst, dann kann man ja einfach nur für ein oder zwei Monate reinhauen und mitmachen. Das ist korrekt, aber sag mir mal einen anderen Weg mit Multizettel. Wie soll ich denn das sonst machen? Soll ich Follower reinmachen? Follower ist unmöglich, das wären viel zu viele Anfragen. Mach so, der Kapitän muss 18 sein, Mindestalter 15, drunter ist unfair. Ja, ich sag ja. Also sag dir ehrlich, Maxi, du kannst ja auch mal so sagen, ich sag dir ehrlich, ab 16 kannst du mithalten, finde ich persönlich. Und dann ist mir ja scheißegal, ob ihr hier 16-Jährige und einen 20-Jährigen drin habt, dann müsstet ihr halt gucken, ne? Aber ich möchte halt ein bisschen Pfeffer in die ganze Sache bringen. Ab 16 kann man halt mithalten, aber du kannst nicht, das ist einfach so körperlich und so. Na klar gibt es auch Unterschiede zwischen 16-Jährigen und einem 21-Jährigen, aber nicht so krass wie bei einem 12-Jährigen und einem 14-Jährigen zum Beispiel, Freunde. Das ist der Wahnsinn. 12 und 14 macht so einen fetten Unterschied, aber zum Beispiel 15 und 17 ist nicht so ein krasser Unterschied. Klar auch, aber nicht so doll, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe eine Stunde mit Auto nach Heilborn. Ja, das geht ja, Freunde. Also, ich sage euch so, wie es ist. Wenn so ein YouTuber das veranstalten würde und ich weiß, da gibt es coole Preise, daraus wird ein cooles Video gemacht. Ich kann dann, keine Ahnung, ob das so ein Grund für euch ist, aber ich kann dann Eli treffen, ich kann vielleicht Jordan treffen. Ich kann dann mit meinen Jungs mit bei einem Turnier einfach mitspielen, was auf YouTube sein wird, was einfach ein cooles Event auch sein wird. Dann würde ich da auch, keine Ahnung, Digga, dann würde ich da halt auch mal 3-4 Stunden hinfahren. Digga, würde ich meinen Eltern Bescheid sagen, ob die uns da alle hinfahren können. Ich meine, wie oft bin ich schon zu Auswärtsspielen hingefahren, wo das Ding 2-3 Stunden weg war? Oder, weiß nicht, zu irgendwelchen Turnieren mit damals, diese ganzen Hallenturniere, wenn die mal irgendwo krass weit weg waren. Dann wurden halt mal die Eltern kurz mal therapiert und dann haben die dich da hingefahren. Bloß eins, wenn ihr das auch so seht. Also ich würde da safe auch 2-3 Stunden mal hinfahren. Es ist, Freunde, ihr wisst vorher schon, ob ihr mitmacht. So ist es nicht. Am 24.10. spielt Sydney gegen Bratislava heim. Du wolltest das doch vloggen, oder? Das wird doch nichts. Ey, aber ich darf das nicht mal vloggen. Ich habe gehört, Freunde, ich habe jetzt mit anderen auch schon drüber geredet. Sobald du sowas machst, wo Rechte aufeinander eigentlich sind, dann können die dich richtig auseinandernehmen. Also ich kann das Spiel nicht zeigen. Die können dich richtig knallen. Deswegen, es reden ganz wenig nur darüber, weil die Angst haben, dass dann genau so eine Leute Auge legen. Zum Beispiel jetzt, Benji zum Beispiel damals, das hat ihn Hertha verboten, aber ihn einfach in Schutz zu nehmen. Benji hat so einen Vlog gemacht und wollte das Hertha-Spiel filmen, aber das hat er nicht gemacht, weil Sky da irgendwie die Rechte hat und du das nicht machen darfst, so. Also selbst nur so Spielszenen, das ist schlimm. Ja, als ob du das Spiel filmen wolltest. Ja, so ein bisschen. Also, ich sag dir ehrlich, dann, das ist mir wichtiger, ein eigenes Turnier zu machen, als die Enten gegen Bratislava zu sehen. Dann muss ich halt eine Woche verschieben. Es ist nicht so, dass ich mein Turnier jetzt wegen Bratislava fahr ich halt eine Woche vorher hin, du scheiß Knecht. Oder eine Woche danach. Wird von mir. Everything has changed. Every day.